Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unserer Special-Reihe Auf ein Wort. Es ist ja schon was sehr Besonderes heute. Ich meine, wir haben Christian dabei, ne? Ich darf mal wieder dabei sein, ne? Was zeichnet eurer Meinung nach denn die Serie so speziell aus, dass wir selbst heute noch uns damit befassen? Ich bin der Frage natürlich nachgegangen. Warum sind die drei Fragezeichen eigentlich so erfolgreich und auch heute noch erfolgreich, und ist es Zufall? Und wenn nein, warum? Mein erster Berührungspunkt mit drei Fragezeichen waren tatsächlich nicht die Hörspiele, sondern die Bücher. Welche Vor- und Nachteile hat denn so ein Rocky Beach, so eine fiktive Stadt? So ein Vorteil ist ja, dass du vieles erfinden kannst. Lustigerweise ist Justus immer am stärksten in den Folgen, wo er nicht er selber ist. Also wir arbeiten eigentlich hier gerade heraus, warum drei Fragezeichen immer und immer wieder so gut ist, aber es ist auch einfach die Wahrheit. Alpha ist halt einfach, finde ich, ein überragender Bösewicht. Und da das Motiv ist auch wieder ganz einfach, Gier. Mir ist dann doch ein schlechter Charakter mit einem guten Motiv lieber als ein guter Charakter mit einem Kackmotiv. Also es gibt ja nichts Tolleres, als sich mit drei Fragezeichen zu unterhalten. Von daher können wir einfach dankbar sein, dass wir die Serie in unserem Leben haben dürfen. War mal komplett anders, hat mir mal richtig Spaß gemacht. Kann nur sagen, tolle Gäste und also Freunde, bis dann.